Jugendmusizier 2022. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Abschlusskonzert, zum ersten Abschlusskonzert des 26. Regionalwettbewerbs hier und live an der Deutschen Schule Helsinki. Und heute erleben Sie die Preisträger, die mit ersten Preisen weitergeleitet werden in die nächste Runde, nämlich zum Landeswettbewerb. Über 100 junge Musikerinnen und Musiker haben ihr Können unter Beweis gestellt und jetzt erleben Sie die Preisträger live. Wir begrüßen zunächst ein Duo, nämlich Violine und Klavier, Alva Ekdal und Eliel Ekdal, und wir hören von Offenbach einen Kankang. Und danach begrüßen wir sofort Sela Latonen. Und wir werden von ihr hören, lieber Tango, Querflöte. Und wir wünschen viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch zu dem ersten Preis. Thank you.
Ja, in dieser kurzen Pause möchte ich jetzt den Backstage-Bereich zeigen, wie ich schon versprochen hatte. Und hier ist die Treppe runter hinter der Bühne, da, wo unsere Teilnehmer normalerweise warten auf ihren großen Auftritt und hier schon sehr nervös sind. Und jetzt gehen wir einmal rum um die ganze Sache, um die Bühne. Und dann kann ich jetzt gleich zeigen, was eigentlich vor der Bühne passiert. Das ist in einem Studio was ganz anderes als im normalen Konzertsaal. Ja, und jetzt kommen wir hier schon an. Und da sehen wir als erstes den Erik. Der Erik bedient hier diesen Kran mit der Kamera, die Kamera, die hier folgen kann. Und das ist wirklich beeindruckend, was da alles passieren kann, die hier verfolgt und was dann später hier oben beim Mischpult einläuft. Ja, und wenn wir das einmal drehen, dann kann der Erik nämlich schwenken und dann kann ich vorstellen, der Jonas, der jetzt hier mir mitläuft, diese beiden bedienen hier hauptsächlich diese beweglichen Kameras, aber wir haben natürlich nicht nur diese zwei Kameras, wir haben auch noch eine Kamera Nummer 3 hier oben, die sieht man, dann haben wir hier die vierte Kamera, die jetzt gerade bewegt wird, dann hier oben Nummer 5 und hier drüben die Nummer 6. So, und wenn wir jetzt hier vorne schauen, dann sehen wir schon, hier sitzt normalerweise die Jury, die auch hier auf dem Bildschirm sehen kann, was gerade läuft. So, und dann sehen wir jetzt hier in der Ecke sitzt die Julia Latu. Die Julia Latu ist die Vorsitzende vom Regionalausschuss. Und gleichzeitig haben wir hier auch den Severi sitzen, der sich jetzt mit um die Jury kümmert. Die Jury ist natürlich jetzt noch nicht komplett, weil jetzt die Pause läuft. So, dann sehen wir hier zur gleichen Zeit unser Org-Team. Das Org-Team erkennen wir daran, dass sie diese schwarzen T-Shirts tragen und die sich dann immer kümmern müssen, wie das nächste Set aufgebaut wird. Und sie schauen gerade diesen Plan an. Fast hätte ich ihn vergessen, da hinten sitzt er. Vielleicht winkt er mal, dass unser Fotograf von der Schule, wie jedes Jahr, prima. Und jetzt gehen wir hier mal schnell die Treppe hoch. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite der Bühne genau gegenüber. Und das ist schon beeindruckend. Nämlich hier haben wir diese ganze Technik zusammenlaufen. So, und hier, wenn wir schauen, ganz rechts, da ist der Max, der hier das Lichtpult bedient im Augenblick. Und hier sitzt der Tim, den wir schon alle kennen, der technische Leiter von unserem Wettbewerb und der sich hier kümmert um Kameras und Lichttechnik und wie alles zusammenläuft. Und den Ardo kennen wir auch schon seit einem Jahr, der hier schaut, dass alle Kameras zusammenlaufen und das dann schneidet, was am Ende rauskommt. Jetzt sitzt er nicht hier, sondern das ist der Platz von Kiffe, da wo also der Ton reinläuft. Der Kiffe ist gerade da vorne auf der Bühne, wie man sieht, und bereitet das nächste Set vor. Was am Ende rauskommt, das sehen wir hier auf der Kamera, hier auf dem Bildschirm, der jetzt hier vor uns steht. Und auf dem anderen Bildschirm hier vorne sehen wir das, was die Jury sieht. So, und jetzt sind wir aber schon wieder in Eile. Weil jetzt geht es sofort weiter mit dem Programm und ich bedanke mich, es geht jetzt weiter. Danke. Ja, jetzt begrüßen wir unsere nächste Teilnehmerin und ebenfalls Preisträgerin vom Regionalwettbewerb, Elsie Lukaschik, mit Gesang. Und wir hören von ihr den Song Riding Free. Und danach hören wir ein Ensemble, nämlich Tapio Schmidt mit Drumset Solo und er wird begleitet von Erik Huchtinier, mir E-Gitarre und Rasmus Carlsen und wir hören von ihnen den Song Wipe Out und wir wünschen viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch zu euren ersten Preisen. Every single dream.
Yeah.
Ja, in dieser kurzen Pause möchte ich jetzt drei Gesprächspartner vorstellen, die ganz eng mit Jugendmusiziert zusammenarbeiten. An meiner Seite sitzt jetzt Frau Julia Lattu. Sie ist Mitglied des Schulvorstandes und seit einem Jahr auch die Regionalausschussvorsitzende von Jugendmusiziert Deutsche Schule Helsinki. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Daneben haben wir dann den Severi Ekström. Er ist bei uns an der Schule der Organisator des Regionalwettbewerbes und in diesem Jahr besondere Herausforderung, nämlich gleichzeitig noch angehängt verantwortlich für die Durchführung des Landeswettbewerbs der Kategorie Pop. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und daneben haben wir dann last not least den Tim Kröckel. Und der Tim Kröckel ist schon seit einigen Jahren der technische Leiter bei uns beim Regionalwettbewerb und mehrfach auch schon verantwortlich für Lichttechnik und Ton bei verschiedenen Landeswettbewerben. Willkommen. Vielen Dank. Ja, Jugendmusiziert ist ja jetzt schon 26 Jahre alt an der Deutschen Schule Helsinki. Vor 26 Jahren wurde der Wettbewerb gegründet und da hat sich einiges verändert. Und deshalb stelle ich gleich meine Frage an Julia Lattu. Du hast ja diesen Wettbewerb wirklich schon mehrere Jahre beobachtet und auch aktiv mitgestaltet. Was ist denn so dein Eindruck? Wie haben sich diese letzten Jahre so für dich gestaltet? Ja, ich habe einmal nachgerechnet, dass das tatsächlich schon mein 19. Jugendmusiziersjahr ist. Also da ist schon einiges zusammengekommen. Ich habe angefangen damals völlig unbedarft als Kimo-Mutter und bin dann mitgewachsen mit den Kindern, gleichzeitig natürlich aber auch in der Entwicklung von Jugendmusiziert. Und klar, wenn die Kinder älter werden, nehmen sie auf eine andere Art teil. Man bekommt ganz andere Eindrücke, aber es hat sich wirklich auch sehr, sehr viel verändert in den letzten Jahren. Das ist alles viel größer geworden, es gibt viel mehr Teilnehmer immer, die Kategorien haben sich erweitert. Die Technik ist auf einem ganz anderen Niveau jetzt, als was wir in den Anfangsjahren waren. Und ich bin auch immer wieder begeistert von den ganzen Innovationen, die wir haben. Ich erinnere mich an das eine Jahr, wo wir mit drei Bühnen hier gearbeitet haben im Abschlusswettbewerb, wo sich das Publikum in der Mitte immer gedreht hat. Und das ist schon alles wirklich spannend. Jetzt kam natürlich letztes Jahr und heute auch noch der Livestream dazu und viele Entwicklungen. Dankeschön. Severi, du bist ja auch ein Stück Jugendmusiziert-Geschichte oder vielleicht so das Paradepferd der deutschen Schule, wie man zu JUMO kommt und ewig bleibt. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber berichten. Das war ja so, ich bin nach Windeck gezogen, da war ich hier Schüler in der Oberstufe und habe dann sofort auch bei JUMO mitgemacht. Und das waren 3 Jahre JUMO, immer mit Landeswettbewerb dazu. Und die Landeswettbewerbe sind natürlich die Sachen, die ich immer noch am meisten im Kopf habe. Die ganzen Freunde, die ich aus den anderen JUMO-Schulen dann kennengelernt habe, mit denen habe ich ja immer noch. Das sind ja auch richtig Auslandsreisen, die man dann macht, ne? Also mit denen habe ich immer noch Kontakt. Und das ist schon toll und ein großes Stück, finde ich, von der Schule. Und wie ging es dann weiter? Dann konnte ich nicht weg. Ich bin an der Schule geblieben als Zivi. In meinem Zivi-Jahr war ich auch wieder bei der Reise dabei und habe bei JUMO mitgeholfen. Dann während dem Studium war ich ja hier dann stellvertretender Lehrer, aber ich war immer bei JUMO dabei, bis ich dann angestellt wurde als Musiklehrer und jetzt auch organisieren darf. Da, und das freut uns sehr, dass du uns treu geblieben bist und jetzt die Verantwortung übernommen hast, das wirklich hier federführend zu organisieren. Und Tim, du hast auch eine längere JUMO-Geschichte aufzuweisen, richtig? Du hast teilgenommen das erste Mal, kannst du dich erinnern? Ja, das erste Mal war, wo es Landeswettbewerb in Brüssel war. Da kamen unsere Solisten leider nicht weiter und allerdings sind trotzdem alle von unserer Band mit nach Brüssel gegangen und da hast du mich gefragt, ob ich nicht die Lichter machen möchte in Brüssel, weil mich hier schon Helsinki so interessiert hatte, als Severi und Anton die Lichter gemacht haben. Und dann habe ich die Lichter in Brüssel gemacht. Das hat mich sehr
sehr begeistert und seitdem mache ich es immer weiter und die Software, die ich damals benutzt habe in Brüssel, benutze ich auch jetzt immer noch und das ist halt auch einfach das Beste, was es gibt und damit arbeite ich halt jetzt. Ja, daran sehen wir ja bei Tim, dass es eben nicht nur so ist, dass Jumo etwas ist nur für die Musiker und nur für die Spitzenbegabten, sondern dass Jugendmusiziert eine Menge Platz bietet für allerlei Aktivitäten an der Schule, aber auch sich einzubringen bei Jugendmusiziert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir vielleicht darüber sprechen, also was so die Zukunft sein könnte von Jugendmusiziert und wie wir uns das vorstellen können, wie das in Zukunft weitergeht. Julia, das ist ja natürlich ein Problem. Eigentlich ist Jugendmusiziert ja keine Firma, wir haben kein Einkommen, es fließt kein Geld ein. Also wie muss man das dann gestalten, dass man sagen kann, also Jugendmusiziert ist jetzt abgesichert? Ja, Jugendmusiziert ist ja in Deutschland, kommt ja aus Deutschland, ist ja eine eigene Organisation, die von da entwickelt worden ist, über einen langen, langen Zeitraum auch schon sich entwickelt hat und ist ja auf eine, wir sind ja so ein Außenposten, sag ich mal, hier an den deutschen Auslandsschulen. Denn in Deutschland sind das die Musikschulen, die Jugendmusiziert durchführen und da ist auch ein ganz anderer Apparat dahinter und eine ganz andere Organisation dahinter. Wir haben das gewissermaßen importiert, mit aufgenommen. Bei uns ist es ein Schulprojekt, aber natürlich auch nicht nur hier an der DSH in Helsinki, sondern es betrifft genauso gut die anderen deutschen Auslandsschulen und gerade diese Auslandsreisen bei den Landeswettbewerben, das ist etwas, was für die Schüler natürlich auch immer eine ganz besondere Freude ist, was für die wahrscheinlich das der Höhepunkt ist. Das ist das Bonbon, ist, was ja, dann genau, kommt. Das ist ja. Das, weshalb sie alle so unglaublich gerne teilnehmen. Gut, was bedeutet das für uns? Klar, es ist ein Schulprojekt, was eingebettet werden muss in den normalen Schulablauf, in das Schuljahr, was natürlich eine große Organisation trotzdem auch erfordert. Und gut, es steht und fällt mit den Mitarbeitern, die sich ehrenamtlich dafür engagieren. Es ist ein Projekt, für das man viel Herzblut mitbringen muss und was man dem Projekt dann aber auch ansieht. Also ganz bestimmt, das ist das, was überall durchscheint. Zu meiner Rolle, der Vorstand ist ja grundsätzlich nicht involviert in das operative Geschäft der Schule, aber wir setzen natürlich die Grundvoraussetzungen und die Struktur, die dahinter steht und unterstützen gerne, soweit es halt möglich ist. Severi, jetzt haben wir gehört, also es ist ein Projekt, wo wirklich viele Leute gebraucht werden. Wenn jetzt jemand denkt, ja, also ich bin nicht so musikalisch begabt, aber ich komme sehr gerne, ist dann Platz, Severi? Wie in sieht Jumo das dann gibt aus? Es für jeden Platz. Aber ich muss warnen, einmal Jumo, immer Jumo. Aha, das ist immer, ja. Wie würde das jetzt konkret aussehen? Also ich bin bereit und würde sagen, also ich würde mich gerne mit einbringen wollen. Ist dann Platz im Organisationsteam? Organisation oder? Ist ja, das war ja jetzt das erste Mal, wir hatten letztes Jahr noch die Milena dabei. Jetzt kann ich feststellen, alleine ist das schon viel Arbeit und es ist nur willkommen, dass auch jemand mithilft. Also es gibt massig Platz und je mehr, desto besser. Und nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb, also jetzt geht es ja schon wieder los mit der Planung für nächstes Jahr. Also die Leute sollten sich jetzt melden. Und wir hoffen, dass zahlreiche Personen dann auch dich unterstützen können. Und vielleicht noch ein Wort an Tim. Tim, wir sehen ja hier, es ist eine gigantische Technik. Es wird jedes Jahr mehr. Ich bin sehr beeindruckt und ich glaube, auch alle Zuschauer sehen, dass das wirklich schon sehr, sehr professionell ist. Wie arbeitest du? Ich meine, du kannst das ja unmöglich ganz alleine schaffen. Ja, da hast du recht. Ich habe zum Glück ein super Technikteam. Da haben wir einmal den Max Jaskeleinen und den Aare Rasilainen und unter anderem habe ich auch noch weitere Studenten aus der Universität genommen, die mir helfen. Und natürlich haben wir auch hier in der Schule noch die Technik AG. Die haben wir leider jetzt nicht so involvieren können, weil wir die erst vor kurzem angefangen haben. Aber ich bin sicher, dass wir die nächstes Jahr aktiver hier dabei sehen können.
Und ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr. Wer sich für Technik begeistert, kann in der AG mitarbeiten. Ja, auf jeden und Fall. Und könnte da quasi die Kenntnisse erwerben oder Fähigkeiten, um dann hier im nächsten Jahr sich mit einzubringen mit der Technik. Habe ich das richtig verstanden? Das ist komplett richtig, genau. Ja, unsere Zeit rennt. Die nächsten Auftretenden warten schon. Ich bedanke mich jetzt bei unseren drei ganz wichtigen Personen, die für Jugendmusiziert verantwortlich sind, hier an der Deutschen Schule Helsinki. Und wir hoffen, dass wir die nächsten Jahre weiter vorankommen, nämlich mit eurer und ihrer Hilfe. Dankeschön. Ja, und damit geht es jetzt sofort weiter im Programm. Wir begrüßen jetzt einen Preisträger mit Violine Solo, Attila Kupetzki. Und wir hören von ihm Paganini-Variationen. Und gleich im Anschluss hören wir einen anderen Preisträger, nämlich mit E-Gitarre, Samuli Kauppinen. Und er wird spielen Shape of My Heart von Stink. Viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch zu den ersten Preisen. Thank you.
Ja, jetzt in dieser kurzen Pause möchte ich 4 besondere Gäste begrüßen, die die letzten Tage hier bei uns im Studio mit verbringen durften. Nämlich, das ist die Eva Arz von Straußenburg, die Melina Gran, unsere Schülersprecherin, die Elsie Rappeli und die Emma Hoppe. Die durften hier die letzten Tage bei uns verbringen, denn sie sind die... Ja, wir sind die Schülerjury. Ja, die Schülerjury, welche Eindrücke hattet ihr denn? Also als allererstes vielen lieben Dank, dass wir überhaupt hier sein durften, dass wir überhaupt hier sitzen durften und das alles mit euch miterleben durften. Und du hast uns vor den Weihnachtsferien gefragt, so, ja, wer hätte Lust, Schülerjury zu sein? Und am Anfang waren wir sehr kritisch, aber natürlich über die Weihnachtsferien haben wir uns dann sehr viele Gedanken darüber gemacht und dachten uns so, doch, ich glaube, wäre ganz cool, wenn wir hier sind und das miterleben dürfen und Leuten Preise verteilen. Also ihr habt das nicht bereut? Nee, auf gar keinen Fall. Es war wirklich so toll. Das Einzige, was vielleicht jetzt ein bisschen so war halt, dass wir von sehr, sehr lange Tage hatten, von so 8 bis manchmal 16 oder 17 Uhr. Aber so im Großen und Ganzen war es wirklich super, weil die Leute an unserer Schule so talentiert sind und wirklich so viel drauf haben. Elsie, was hat dich am meisten beeindruckt? Die Kleinen sind echt super. Also wir waren immer alle sehr schön. Also die. Genau, sie konnten sehr, sehr gut mit ihren Instrumenten umgehen und vor allem in diesem jungen Alter hat uns das wirklich sehr beeindruckt. Und gestern war das, glaube ich, haben wir 3 Stunden oben im Aufenthaltsraum gesessen und 9 Spezialpreise uns überlegt für die Jumo und Kimo mit. Ja, jetzt wird es also spannend. Jetzt werden die Preise verlesen. Genau. 9 Spezialpreise hast du gesagt. Genau. Jetzt wird es spannend. Alle gut zuhören. Genau. Der erste Preis geht an das beste Duo, die uns am meisten auf der Bühne überzeugt haben. Und dieser Preis geht an Alma und Linus Fantrek. Den zweiten Preis kriegt ein sehr, sehr junger Teilnehmer, der sein Instrument sehr, sehr gut beherrscht hat. Er bekommt die Auszeichnung für das beste Violoncello, Samuel Latonen. Unser dritter Preis geht ebenfalls an einen sehr, sehr jungen Teilnehmer, der uns beim Klavierspielen wirklich sehr, sehr krass überzeugt hat, nämlich Ivan Volkov. Der Preis Best Classic Kimo geht an eine kleine Teilnehmerin, die uns mit ihrem Klavierspielen ihren Charme gezogen hat, Annik Xiao. Auch schon der nächste Preis, Best Classic Jumu, geht an eine sehr tolle Querflötenspielerin, Lumia Bräuchigam. Dann der Most Outstanding Performance für Kimu geht an ein Band, die uns sehr... Sie haben uns sehr mit ihrem Charme überzeugt. Und diese Band ist? Diese Band ist Candies, also Pihla Ivari, Isabella Vatanen, Olga Kirjasniemi, Telma Kauppinen, Inka Kauppinen und Ines Piirala. Dann haben wir auch noch Most Outstanding Performance Jumu. Und das geht an eine Band, der eine sehr schöne Show uns alle gezeigt hat, nämlich Rasmus Karlsson, Erik Huhtiniemi und Savio Schmettome. Dann haben wir noch der beste Band und die haben auch sehr schön zusammengespielt und haben uns auch eine sehr schöne Show gezeigt und wir waren alle auch sehr geschockt, wie schön die zusammengespielt haben. Nämlich Meri Technau, Elisabeth Ginab, Rasmus Karlsson, Tapio Schmettome und Onela Pikton. Und dann, last but not least, geht unser letzter Preis in der Kategorie Best Popgesang an einen Jungen, der uns mit seiner sehr kraftvollen und ausdrucksvollen Stimme sehr überzeugt hat, nämlich an Samuel Latau Vieira da Silva Helze. So, dann gratulieren wir natürlich
allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren guten Punkten. Wer die gesehen hat, das ist natürlich toll. Wir konnten nur so wenige Preise vergeben. Ich glaube, das war schwierig für euch. Ja, es war super schwer. Und nochmal an alle Teilnehmer, ihr wart wirklich alle super toll. Und es war dieses Jahr so, so extrem schwer, irgendjemand daraus zu fischen. Also wirklich, ihr alle wart super und es war eine sehr, sehr enge und schwere Entscheidung. So, dann bedanke ich mich jetzt bei der Schülerjury und wir gehen weiter im Programm. Danke. Danke für euer Kommen. Dankeschön. Ja, und damit sind wir schon am Ende unseres Programmes, nämlich mit der letzten Darbietung. Wir begrüßen jetzt unsere letzte Preisträgergruppe, nämlich den Solisten David Röcke mit Drumset. Und er wird begleitet von Jakob Timm und Anton Sari. Und der Song heißt So Lala. Dass sie nicht So Lala gespielt haben, das haben sie bewiesen, denn sie haben einen ersten Preis bekommen. Wir wünschen viel Erfolg und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Dazwischen und nie so lala, ey, mir geht's nie lala, niemals naja, steige von der Hölle auf den Himalaya, mir geht's nie lala, niemals naja, doch ich weiß nicht, wann ich je zufrieden, aber bin entweder.